guten Morgen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Gerade habe ich meinen Schluck Kaffee getrunken aus der Tasse der Stadtmission Offenbach. Eine wunderbare Gemeinde, in der ich schon ein paar Mal gepredigt habe. Und erst nachdem ich dort gepredigt habe, verrät mein Vater mir, dass mein Uronkel die Gemeinde gegründet hat. Was für eine tolle Nachricht. Ja, und solche tollen Nachrichten haben auch die Autoren von Weihnachtswundernacht Band 5 zusammengetragen, unterschiedlichste Perspektiven auf Weihnachten geworfen. Und ich lese euch heute eine Geschichte. Weihnachtswundernacht sagt zu dem Autor der heutigen Geschichte, dass er als Eventpastor, Buchautor und Lifecoach Licht in vielen Finsternissen aufstrahlen lassen will und dass er das Leben feiern will. Und das bin ich, Micky Wiese. Und ich sag euch ganz ehrlich, als ich gestern gesagt habe, dass morgen das 7. Türchen dran ist und die heilige Geschichte des Buches, ich wusste wirklich nicht, dass ich an Stelle 7 in diesem Buch stehe. Weihnachtswundernacht. Was einem alles passieren kann. In einem der früheren Bände war ich sogar mal auf der Pole Position der Weihnachtsgeschichten. Pole Position der Weihnachtsgeschichten ist natürlich die 24. Ein Heiligabend direkt. Naja, jetzt aber zu der Geschichte von Micky Wiese. Es kommt ein Schiff geladen in die erfüllte Zeit. Es kommt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord. Gehört zu den ältesten deutschsprachigen geistlichen Gesängen. Aber womit sollte es bloß beladen sein? Das fragten sich die Menschen in der wunderschönen Stadt jedes Jahr aufs Neue. Das Schiff trägt eine teure Last, hieß es. Aber es ging ihnen doch allen schon gut. Sie lebten im Überfluss. Im Ofen brutzelte die Gans, aus dem Radio dudelten Weihnachtslieder, der Duft von Lebkuchen hing in der Luft. Ein stattlich großer Weihnachtsbaum war wunderschön geschmückt. Er stand in der Mitte eines Bergs von erlesensten Geschenken, mehr als jeder Einzelne gebrauchen konnte. Hinter dem Baum stand seit einigen Jahren auch noch der alte Figurenkasten von Oma und Opa, von dem man aber nicht mehr so genau wusste, wen diese Figuren eigentlich alles darstellen sollten. Auf jeden Fall war eine Familie der Kern der Szenerie, wie sich das eben für das Fest der Familie gehörte. Es kommt ein Schiff geladen. Das Segel ist die Liebe und ein besonderer Geist, der Mast. Mit diesem besonderen Geist war wohl eben der Familiensinn gemeint, dass man sich über die Feiertage nicht streitet und so. Dafür war bei den meisten aber auch gar keine Zeit. Die Schwiegermutter half der Hausfrau beim Kochen und die beiden verstanden sich so blendend, sie hätten auch beste Freundinnen sein können. Die Kinder spielten einträchtig im Kinderzimmer und der Vater wollte mit der sündhaft teuren Außenbeleuchtung das letzte Jahr an Strahlkraft noch überbieten. Andere Väter winkten freundlich von den Dächern ihrer ebenfalls erleuchteten Häuser herüber. Die ganze Stadt sollte in dieser besonderen Nacht wie ein Juwel in der Finsternis leuchten. Es war alles in Ordnung. Niemand fühlte in irgendeiner Weise Not. Es war alles, wie es sein sollte, am Fest der Familie. Da wurde es auf einmal dunkel und alle Lichter fielen aus. Vielleicht hatten sie es dieses Jahr doch ein wenig übertrieben mit den ganzen Außenbeleuchtungen und dem Betrieb aller Haushaltsgeräte auf einmal. Das hatte das Kraftwerk kollabieren lassen. Aber es gab ja zum Glück noch ein Ersatzkraftwerk am anderen Ende der Stadt. Man hatte schließlich für alle Eventualitäten vorgesorgt. Doch genau in diesem Augenblick hörten sie in der Luft ein Rauschen, das über sie hinwegzog. Das war doch wohl nicht Santa Claus, der am Nordpol wohnte und mit den Elfen die Spielzeuge für die Kinder zu Weihnachten herstellte, die dann für gutes Geld in den Läden verkauft wurden, schmunzelten sie einander zu. Aber als sie den Feuerschein durch die Dunkelheit sahen, begriffen sie, dass es natürlich nicht Santa Claus gewesen war, sondern ein Flugzeug,
das in das Ersatzkraftwerk gestürzt war und es zerstört hatte. So lag nun die ganze Stadt in undurchdringlicher Finsternis und das Fest war gefährdet. Ohne zu zögern gingen sofort alle ans Werk, reparierten die Kraftwerke und bauten schnell noch ein drittes zur Sicherheit. Nachdem das Licht wieder wie ein riesiger Kristallschirm über der ganzen Stadt angegangen war, prosteten die Männer einander zu und freuten sich auf das Festessen zu Hause. Sie merkten gar nicht, dass die Lichterketten auf ihren Häusern verschwunden waren, genauso wie die Tannenbäume in den Wohnzimmern und die Figurenkästen dahinter. Es kommt ein Schiff geladen in die erfüllte Zeit. Szene 2. Ruhig zog das Raumschiff, eine Engelsbarke, seine Bahn zwischen Jupiter und Saturn. Es hatte einen Transporttunnel aus Formenergie mit Traktorstrahlen auf der Erde verankert. Himmlische Heerscharen verharrten im Luftraum über der Stadt und überwachten den Abtransport der Lichterketten, Tannenbäume, Weihnachtskrippen und anderer weihnachtlicher Insignien. Von außen sah die Engelsbarke aus wie ein normaler Komet, ein 100 Kilometer großer, unförmiger, vereister Gesteinsbrocken. Der Komet zog einen Plasmaschweif aus Molekülionen hinter sich her, die durch das solare Magnetfeld wie ein sechsdimensional strahlendes Juwel aufgeladen worden waren. Der Mathematiker und Astronom Edmund Halley hatte seinerzeit entdeckt, dass das Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord im Schnitt alle 77 Jahre wieder an der Erde vorbeikam, weswegen die Menschen die Engelsbarke auch den Halleyschen Kometen nannten. Was sie nicht wussten, der Komet war innen ausgehöhlt und barg in sich die 77 Kilometer durchmessende Engelsbarke, einen uralten Kugelraumer, noch aus der Zeit vor der großen Revolution, der nun kosmische Patrouille durch die Schöpfung des Allmächtigen flog. In der Zentrale des Raumschiffs saßen 8 mächtige geflügelte Wesen um ein goldenes Kommandopult herum, das aussah wie ein Tisch einer ritterlichen Tafelrunde. Der Eindruck entstand nicht zuletzt dadurch, dass zwischen all den bunt blinkenden technischen Geräten und der sinnverwirrenden Vielfalt an Holomonitoren, die über der Tafel schwebten, kostbare Trinkpokale und erlesene Speisen verteilt waren. Gabriel, Michael, Israfil, Azrael, Raphael, Uriel, Zadkiel und Jeremiel brachten gerade, wie immer, wenn ihnen ein Auftrag nicht gelungen war, einen Trinkspruch auf ihren alten Bruder Luzifer aus, der sich vor Urzeiten auch von einer Fülle so hatte blenden lassen, dass er die falsche Entscheidung getroffen hatte. Es war die Aufgabe der 8 Erzengel gewesen, sich einen Zeitpunkt für die Inkarnation Gottes auszusuchen, weil der Allmächtige selber zu sehr mit den komplexen Vorbereitungen eben dieser Menschwerdung beschäftigt war. Das Kriterium für den Ereignispunkt auf der begrenzten Zeitschiene war nur, die Zeit sollte erfüllt sein. Für Wesen, die nichts anderes gewohnt waren als die Fülle der Herrlichkeit, hätte das eigentlich kein Problem darstellen sollen. Aber dann hatten sie sich doch blenden lassen von dem Lichterglanz dieses Bethlehems auf dem linearen Zeitstrahl, der von Genesis bis Offenbarung ging. Zunächst hatte es so ausgesehen, als wäre diese Zeit des Friedens und der Harmonie und des Wohlstands perfekt gewesen. Aber dann hatte sich herausgestellt, dass die Erfüllung dieser Zeit die Menschen so satt gemacht hatte, dass sie einfach nicht mehr offen für Neues waren. Die Engel hatten es versucht. Sie hatten immer wieder Hinweise auf den wahren Grund von Weihnachten aufleuchten lassen. Die Lichterketten als Hinweis auf Jesaja 9, Vers 1, dass das Volk, das im Finstern lebt, ein großes Licht sieht und es hell über ihnen aufstrahlt. Der Tannenbaum als immergrüne, tiefwurzelnde und extrem resistente Pflanze sollte auf Gottes ewige Treue, auch in widrigen Umständen, hinweisen.
wie zum Beispiel in Klagelieder 3, 22 oder Römer 3, Vers 3. Und die Figurenkästen, die Weihnachtskrippen, die sollten darauf hindeuten, dass Gott tatsächlich ein Mensch werden wollte, wie in Hebräer 4, Vers 15 beschrieben. Aber niemand hatte die Engelszeichen bemerkt. Und so wäre der Mensch gewordene Gott in das Seine gekommen und die Seinen hätten ihn nicht aufgenommen, weil sie ihn schlichtweg nicht bemerkt hätten. Also nahmen sie die Hoffnung, die Ankündigung, das Inkarnationsgeschehen wieder aus der Welt heraus. Etwas ratlos blickten die Erzengel nun in der Zentrale ihrer Engelsbarke auf die in majestätischem Blau leuchtende Lieblingskugel des Allmächtigen. Obwohl sie so viele fantastische Wunder des Universums gesehen hatten, wurden auch sie immer wieder von einem besonderen Schauer ergriffen, wenn sie alle 77 Jahre zur Erde zurückkehrten. Aber zu welcher anderen Zeit sollte die Inkarnation denn nun stattfinden? Sie fächerten die Holomonitore erneut wie ein Kartenspiel über dem Kommandopult aus. Da räusperte sich Jeremiel, der Jüngste unter ihnen. Er habe eine Klarvision gehabt. Aber als er dann einen bestimmten Zeitpunkt aus dem multikonalen Anzeigefeld herausgriff, konnten die anderen es kaum glauben, was ihnen da angeboten wurde. Aber da Jeremiel schon öfters Schwierigkeiten überwunden hatte, gaben sie dem gar nicht so hell strahlenden Punkt auf der linearen Zeitausbreitung eine Chance. Szene 3. Abednego sah dem hellen Stern am Himmel mit dem leuchtenden Schweif verträumt nach und erinnerte sich, wie er in Aschkelon von der leuchtenden Galeere hatte fliehen können, die voll gefüllt gewesen war mit Luxusgütern. Aber außer seinem nackten Leben hatte er nichts mitnehmen können. Er war nach langen Entbehrungen auf Sabdi, Ibschek und Fortunatus gestoßen, deren Eltern sie verstoßen hatten, als sie unbedingt Hirten hatten werden wollen. Man lasse seinen Sohn nicht zum Hirten ausbilden, denn es ist ein Handwerk der Räuber und Betrüger. Es gibt keine verächtlichere Arbeit in der Welt als die des Hirten. So sagte man in diesen Tagen, in der die Welt von Rom gefangen gehalten wurde und Armut und Krankheiten den meisten Menschen das Leben schwer machten. Hirten mussten am Sabbat ihrer Arbeit nachgehen und brachen somit zwangsläufig das jüdische Ruhegebot. Zum Gebet im Tempel waren sie nicht zugelassen, weil sie die strengen Reinigungsvorschriften nicht befolgen konnten. So waren sie eben schon von vornherein überall als stinkende Sünder ruch- bzw. riechbar geworden. Sabdi, Ibschek und Fortunatus hatten Abednego jedenfalls etwas von ihrem kärglichen Besitz abgegeben und ihn eingeladen, mit in die Gegend von Bethlehem zu kommen. Sie hatten gehört, dass man dort noch Arbeit bekommen konnte. Und sie hatten tatsächlich Glück gehabt und durften die Herde eines reichen Bauern aus Jerusalem weiden. Es war eine kalte Nacht und Abednego zog seinen stinkenden Mantel etwas enger um seine Schultern. Der Himmel war klar und Sternen übersät. Zusammen mit ihren Gefährten Shamgar, Alpheus, Philippus und Thomas hatten sie auf einem Feld nahe Bethlehem mit ihren Schafen und Ziegen das Lager aufgeschlagen. Ein Feuer brannte alsbald und die Männer wärmten sich daran und erzählten einander, was sie am Tag so alles erlebt hatten. Wieder einmal waren einige von ihnen als Nicht-Sesshafte von den sesshaften Dorfbewohnern beschimpft und verjagt worden, als sie es gewagt hatten, an einem Brunnen den Blick etwas länger auf einem jungen Mädchen ruhen zu lassen. Dabei hatte sie den alten Shamgar nur an seine eigene Tochter erinnert, die er, wie auch den Rest seiner Familie, schon mindestens 6 Jahre lang nicht mehr gesehen hatte. Die Hirten waren in dieser Nacht, erschöpft vom langen Umherziehen auf der Suche nach Futter und Wasser für ihre Tiere, in einer Gegend, in der es nicht viel Wasser gab. Sie teilten sich untereinander Feigen, ein paar Oliven und ein wenig Gerstenbrot, das Brot der Armen. Mehr
gab es an diesem Abend nicht. Dadurch zuckte plötzlich ein grelles Licht die Nacht, riss die Hirten aus ihren Gesprächen und ließ sie vor Angst noch mehr zittern als vor Kälte. Wie durch Zauberei erschienen aus dem Licht des Blitzes heraus in der Luft über ihnen mehrere Kohorten fliegender Wesen. Doch dann spürten sie, dass von diesen martialisch aussehenden fliegenden Wesen eine durchaus wärmende und irgendwie sättigende Ausstrahlung ausging. Die Hirten hatten zwar keine Bildung und kannten sich in den heiligen Schriften nicht aus, aber dass sie es hier mit besonderen Wesen aus den himmlischen Gefilden zu tun hatten, das war ihnen wohl klar. Warum ihnen die Engel später eine so wunderbare Botschaft anvertrauten, von der Menschwerdung Gottes und der Erlösung aller Menschen, war ihnen hingegen überhaupt nicht klar. Wie um alles in der Welt sollten sie das denn irgendjemandem weitererzählen? Ihnen glaubte doch sowieso niemand. Sie durften ja noch nicht einmal vor Gericht als Zeugen aussagen. Aber die Gesellschaft dieser majestätischen Wesen, die noch nicht einmal die Nase rümpften über den Gestank, der den Hirten anhaftete, die sich zu ihnen ans Lagerfeuer gesellten und sie trotz ihrer krächzenden Stimmen in ihren Engelschor mit hineinnahmen, entzündete ihre Herzen so sehr, dass ihnen alles andere egal war und sie sich nur wünschten, dieser Zeitpunkt würde niemals vorübergehen. Die Botschaft vom Erlöser der Welt hatte sich in ihren Herzen eingebrannt. Und natürlich machten sie sich zusammen mit den Engeln auf den Weg in die Stadt, um den neugeborenen König zu sehen. Und als sie dem Baby in der Krippe in die Augen schauten und vor ihm niederfielen und es anbeteten, da wussten sie, dass sie von nun an niemals mehr ausgestoßen werden konnten, weil sie jetzt dazugehörten, zu dem Reich des menschgewordenen Gottes. Das Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord, war angekommen. Es trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort, das Fleisch uns werden will und worden ist. Epilog. Und die Engel verstanden. Die erfüllte Zeit war eine Zeit, die bereit war, sich vom Allmächtigen erfüllen zu lassen. Zufrieden zogen sie sich in ihre Engelsbarke zurück und flogen los, weiteren Aufgaben entgegen. Und sie waren gespannt darauf, was sie bei ihrem nächsten Besuch um das Jahr 70 nach Christus herum an Fülle der Herrlichkeit vorfinden würden, als Auswirkung dieses unvorstellbaren Gnadengeschenkes Gottes an seine Menschen. Das war die 7. Geschichte aus Weihnachtswundernacht Band 5. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und freue mich darauf, morgen mit euch das 8. Türchen zu öffnen. Bis dahin, alles Liebe, euer Mickey.